Hallo Leute, der Esorio ist hier. Willkommen zur nächsten Folge No Man's Sky. Ja, schön, dass du dabei bist. Schön, dass du zuschaust. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht nicht zum ersten Mal. Wie auch immer, freue ich mich auf jeden Fall. Wenn es dir gefällt, gerne ein Like da lassen. Gerne natürlich auch einen Kommentar schreiben, wenn du Tipps hast, hin oder so Fragen. Irgendwas. Und wenn du mich unterstützen willst, den Kanal unterstützen willst oder keine Folge verpassen willst, lass mir doch ein Abo da. Das würde mir sehr helfen, dass der Kanal wächst. So, ich war hier bei dieser kleinen Basis hier. Kleine Siedlung heißt das, glaube ich. War gerade ein Sturm, deswegen musste ich mal einsteigen. Und wir gucken nochmal. Da hinten sehe ich noch was. Da können wir einmal hingehen. Und uns das Ding noch holen. Drin war ich schon. Hab schon ein paar Sachen verkauft. Mit dem gesprochen. Und der hat es schon. Und dann. Komisch aus. Okay. Warum kann ich jetzt hier nicht mit interagieren? Na gut. Dann war ich hier für anscheinend doch schon. Nur vergessen. Ja, genau. Also drin war ich schon. Das hab ich schon erledigt. Und ja, war jetzt hier sonst in diesem System unterwegs. Ich glaube, in diesem System gibt es nichts weiter für mich, außer wahrscheinlich gar nicht unten aus. Das schwarze Loch, was im Weltall. Und da werden wir jetzt todesmutig reinfliegen. Erstmal steige ich ein. Und dann haben wir nämlich hier das Ding. Gelange zum schwarzen Loch auf deiner Galaxiekarte. Und das machen wir jetzt mal. Weil das ist nämlich hier. So. Ja, und ich habe mich im Off erkundigt, was schwarze Löcher sind. Und zwar, im Endeffekt, was genau ist, sind sie Abkürzungen durch die Galaxis quasi. Raumstation? Ist? Ach, das ist das schwarze Loch. Ist schon hier? Ob es ist hier? Irgendwie. Vielleicht schmeißen wir mal den Impulsantrieb an. Extreme Gravitationsinterferenz. Ich wollte ihn gerade ausschalten. Da ging er von ganz alleine aus. Bisschen verwirrend aus hier. Genau. Man kann da irgendwie durchfliegen und kommt dann halt woanders raus. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das gab es damals noch nicht. Sonst kann ich mich nicht an sowas erinnern. Kommt die gerade da raus? Sieht so aus. So. Mehrere Schiffe. Okay. Jetzt fliegen wir da durch und... Sieht anders aus als das Morgen, was wir sonst machen, irgendwie. Man kommt halt irgendwie viel weiter und es kostet halt keinen Treibstoff. Das ist so das Positive dabei. Oh, okay, hallo. Feindliche Schiffe nähern sich. Die feindlichen Schiffe? Lass mal gucken, was ist denn jetzt genau das feindliche Schiff? Juhu, gleich mal ein lustiger Kampf. Bin ich das denn nicht? So, rückwärts, da. Das hier abschießen. Der mich ja noch angegriffen. Wer sind denn das? Das ist... gar nicht so einfach. Die sind, gefühlt sind die extrem männlich, diese feindlichen Schiffe. Boah. Mann, oh Mann. Steuern üben hier. So, keiner weg. Bums gemacht. Weiter weg. Noch mehr? Waren sie das? Nee, waren sie noch nicht.
Nicht in Reichweite. Ist aber nicht, oder? Ah. Wow. Okay. Ich weiß nur noch, dass man unglaublich aufpassen muss, nicht die eigenen oder die neutralen Sachen anzuschießen, weil das unglaublich Ärger gibt. Dann ist man nämlich denen auf einmal feindlich gesinnt und das will man nicht. Den nehme ich von unten wieder hoch. Okay, Schild aufladen. Noch zwei zu geben, wenn ich das richtig interpretiere. Oh, und... Es kann auch sein, dass es durchaus mehrere Wellen gibt. Das ist ja auch nicht unüblich. Die sind jetzt nämlich nicht auch feindlich. Ach, was weiß ich denn schon? Mal gucken, sieht man irgendwo hier, wie groß gerade der Schildstatus und der Schildstatus ist? Das ist nämlich gerade, bin ich mir einfach nicht sicher, wann ist denn mein Schild alle, weil idealerweise lade ich es nicht erst auf, wenn es komplett alle ist. Na weg. Boah. Komm, drauf, genau. Abgemacht. Und? Einen gibt's noch. Außer nicht in Reichweite. Mindestens einen gibt's noch. Ui, der ist aber stärker. Ja. Warum komme ich denn, kriege ich da nicht das Schild weg? Das ist ja mies. Wolle Pulle draufhalten und dem sein Schild geht nicht weg. Immer noch. Dein Schild nicht weg. Was hat denn der bitte für ein Schild? Ich will mal kurz gucken. Und das sehe. Hier. Aufladen. Macht das nicht. Ich weiß nicht, ob das Spiel so lange anhält. Ehrlich zu sein. Okay, kann mir mal einer erklären, warum ich da nicht durch die Schilde durchkomme. Kann doch nicht sein, oder? Wäre doch ausgesprochen komisch. Ausgesprochen komisch, wenn ich da nicht durch die Schilde durchkomme. Aber auch nichts anderes. Hyperantrieb, Impulsantrieb, ne. Das ist ja Mist hier. Wenn du nicht durch die Schilde durchkommst, hast du ein Problem. Wie soll ich die denn dann erledigen? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich gerade tatsächlich nicht. Und daran kann ich mich auch nicht erinnern. Bei den anderen ging es doch immer. Also den davor. Ich komm hier echt nicht durch. Scheint
Für einen kurzen Moment ist es weg und dann eigentlich sofort wieder da. Und dann scheinen die deutlich manövrierfähiger zu sein als meine Schiffe. Da ist mein Schiff. Aber auch nichts anderes, oder? Keine andere Waffe hier, also von daher kann ich nichts anderes nutzen. Finde ich jetzt gerade komisch. Bin also nicht der Einzige, der hier rumschießt, aber... aber irgendwie kriegen die nicht. Ich weiß nicht so richtig warum. Das ist ja echt komisch. Kann doch nicht sein. Ich hatte ja mal irgendwie Raketen. Die habe ich nicht mehr, oder? Raketen habe ich nicht drin. Ich habe nur diese eine Waffe. Wärmeschutz. Lebenserhaltung. Ich habe hier auch nichts anderes. Da echt nicht durch. Meine Reihe. Die Schweinebacke hier. Irgendwie ein goldes Schild haben, durch das wir gar nicht durchkommen. Jetzt haben wir die volle Pulle gerammt. Können wir jetzt irgendeine Chance nehmen, oder? Na, erstmal kriegen wir. Gibt's nicht. Das finde ich ja jetzt extrem merkwürdig. Warum, bitte? Okay, warte mal. Die haben doch hier auch Systeme. Die haben doch hier auch Waffen. Vielleicht, wenn ich hier die ein bisschen hinlocke, dass die hier mir helfen. Diese... mir vielleicht ein bisschen helfen können. Teile hier. Ein bisschen klein zu machen. Ich habe gerade tatsächlich echt das Problem, dass ich die Schilde nicht wegkriege. Dann wird das hier ein ewiger Kampf, den ich am Ende nicht gewinnen kann.
Echt unglaublich. Die, haben die hier keine Waffen und können mir ein bisschen helfen? Wie lässt denn sein? Manchmal denke ich. Boah. Oder was ist denn das bitte? Also ist das ein Bug oder was soll das sein hier? Kann doch nicht sein. Die mit so einer Schild haben, dass man da tatsächlich gar nicht durchkommt. Und dann finde ich den nicht mehr. Halte LT gedrückt. Leute, das macht gerade keinen Spaß. Wenn du wirklich keine Chance hast, weil die einfach irgendeinen, keine Ahnung was, viele Level haben. Jetzt kein einziges bisschen. Nur denen das Schild angekratzt, was soll denn der Blödsinn? Okay, wisst ihr was? Mir jetzt Schnuppe. Ich tasse jetzt ab. Weil ich hier nicht durchkomme. Guck mal, und die haben hier Geschütze. Die machen nichts. Versuchen noch nicht mal, die anzugreifen. Versuchen noch nicht mal auf die zu schießen. Gehen auch nur auf mich. Dann soll ich denn bitte... schießen. Keine Chance. Hitzewarnung. Ich krieg eine Hitzewarnung, aber das juckt den gar nicht. Okay, sorry Leute, aber dann ist alles nichts. Was ist denn jetzt diese dämliche Raumstation? Ich immer in diese Richtung, wo diese Raumstation ist und finde die nicht. Das ist ja auch sehr kurios gerade. Ja, Raumstation, da ist sie. Keine Chance. Also ich weiß nicht, was die haben, aber... ich kann nichts machen. Wenn man das zu früh macht. Ja. Okay, jetzt ist die Raumstation in der Nähe und der Gegner.
Ich würde ja gerne, aber ich mache genau null Schaden. Landesequenz wird eingeleitet. Und mein Schiff ist, glaube ich, ganz schön mitgenommen. Gefühlt. Nee, das ist gerade... Jägerschiffe zerstört. Hier irgendwas... Hier aus. Also, irgendwas brauche ich. Raumschiff wird zerstört für. Okay. Irgendwas brauche ich, um. Ich weiß halt nicht, ob die noch da sind, wenn ich wieder starte. Vermute fast nicht. Also, von daher. Geh mir hier erstmal gucken. Aber. Ja, wirklich genau null Chance. In die. Raumschiffausstattung. Raumschiff fahren. Können wir nicht, können wir nicht, können wir nicht. Oh, hier gibt es das Anzug-Upgrade, das nehmen wir mit. Und das kostet 50.000 Units, aber nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann gucken wir mal. Das ist kein Schiff. Das hier. Er hat Technologie, Raumschiffforschung. Upgrade-Modul. So, nee, kein C. Pulsantrieb, Klontruppe, was immer das ist. Positronenwerfer, was habe ich denn drin in meinem Schiff? Protonenkanone habe ich drin. Zweimal. Das ist ein illegales. Plus 3 Schaden. Protonengranate. So, ich habe 3-mal Schilde. Das hier. Ach, das ist das Modul. Ja. Also ich habe ja sogar was für meine Waffe. Aber... Protonengranate. Protonengranate-Modul. Schadenfeuerrate, Überhitzung. Nur in Klasse C. Wir kaufen mal genug Nanit. Ist zwar nicht das Beste. Ja, ich vermute auch, dass die dann schon längst weg sind. Nein, das wollen wir definitiv nicht. Ich vermute, dass die dann schon längst weg sind, wenn ich wieder weit bin. Und wüsste auch ehrlich gesagt nicht, was man da machen kann. Ja, bla bla. Nein, weil ich habe noch nichts und so weiter. Angebot ab. Verwalter. Abnehmen haben wir nicht. Weil es nicht machen. Noch mit dem hier. Okay, keine Ahnung, was man dem geben muss. Achso. Eigentlich brauche ich, glaube ich, gerade nichts. Hab, glaube ich, auch gerade nichts zu verkaufen, von daher. Können ja mal gucken. Du hast ein besseres Schiff. Klasse B, aber Klasse B, ich weiß gar nicht, welches meine Klasse meins hat. Ist auch Klasse B. Das ist aber, hat mehr Schadenspotenzial. Was denn du? Das ist doch auch eine Photonenkrone. Sind meine so schlecht? Eintauschen, 2,3. Das könnte ich sogar machen. Bildstärke ist schlechter. Reichweite, Manöver, alles schlechter. Und die Waffe ist besser.
Klasse A. Ja, aber der Schaden ist auch nur... Der Schaden ist sogar gleich, sagt er hier. Ja. Vergessen. Klasse A-Schiff, aber das ist weg. Mal noch zu dem hier. Oh, das ist auch gerade weg. Ja. Hm. Also, wir können jetzt... Das Ding installieren. Ja. Dann haben wir... Macht das. Schadenlos 3. So, und ich vermute mal, wenn ich jetzt starte, dann sind die Piraten nicht mehr da, oder? Ja, jetzt einfach mal meine Vermutung. Bei... Okay. Das heißt, wir haben uns jetzt 20 Minuten... Mechanischer Planet, alles klar. 20 Minuten damit rumgeschlagen, dass wir nichts hatten. Winterlicher Planet. Bald aufbrechender Planet. Hyperborischer Mond, was immer das bedeutet. Irgendwo dahinter gab es noch einen anderen Mond, anscheinend. Und es war, schien die Anzeige so zu sein. Aber ich glaube, in dem... Ja. Ich glaube, in dem System hier wäre ich auch nicht glücklich mit meiner Basis, mit der Suche nach einer Basis. Von daher... Okay. Dumpen, okay. Eigentlich wollte ich den Mond scannen. Wo ist denn der da? Ungesunder Mond. Hohe Wächteraktivität. Okay. Gut. So, wir landen vielleicht erstmal auf dem. Uiuiui. Würde ich hier nicht so wild durchmachen. Lithium. Ganz so wild durchfliegen. Doch jetzt wieder Musik wie Kampf oder so. Okay. Hat sich wieder gegeben alles. Gut. Dann, warte mal. Hier war gerade was rot. Keine Ahnung. Silber, okay. Dann fliegen wir, schauen wir uns mal den mechanischen Planeten an. Was soll's? Irgendwas muss ich ja noch machen. Also warum das in dem Weltall echt nicht ging, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht erklären. Ich find's auch nicht schön. Mal gucken, vielleicht gibt es hier irgendwas Schönes. Und was Neues gibt es auf jeden Fall. Im mechanischen Mond war ich noch. Dart. Okay. Sagen wir landen hier mal.
Anomaliestärke 3940. Metall, Ferritstaub. Okay. Was ist das? Eine Pflanze. Nährstoffquelle ernährt sich von Fehlern. Okay. Fischige Wurzel. Mal mit. Es ist ein sehr komischer Planet. Aber okay. Sieht aus wie ein Teil von einem abgestürzten Raumschiff oder so. Silber, die Hektarbeere. Das ist die Goldansammlung. Reines Ferrit. Bring das. Purpurne Sporen, okay. Silber, das war Gold. Kupfer. Der Beutel. Gold. Starttreibstoff machen. Also hier gibt es zumindest viel zu holen. Mal irgendwas man braucht. Hier ist jede Menge zu holen. Einmal eine Metallplatte. Ich habe ja sogar hier eine ganze Menge. So, 4 von 40. Okay. Na gut. Warte. Jetzt hier vormache. Bringst du mir dann noch irgendwas anderes? Nee. Warten wir mal. Mal. Na, warte auf. Mal irgendwas finden. Gehen wir mal Richtung Norden. Irgendeine Siedlung oder irgendwas finden. Wäre mal ganz interessant. Hat was gesehen oder war das gerade eine Art von frischer Fehler? Gegenknallen. Bestimmt weh. Okay. Also so wirklich interessant ist dieser Planet jetzt nicht. Es sei denn, es gibt irgendwas, was ich nicht weiß und nicht kenne und nicht sehe. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Hab jetzt auch noch keine Siedlung oder irgendwas gesehen. Von daher. Gut, ich würde sagen, ich mache hier Schluss. Ich erkunde mal noch ein bisschen die anderen Planeten hier im System. Wenn ich irgendwas finde, was interessant ist, dann zeige ich es euch. Wenn vielleicht ein dieser Planeten tatsächlich toll ist, aber ich glaube es, also von der Beschreibung, um das jetzt nicht so zu sein, dass ich da jetzt irgendwo mir eine Basis bauen werde auf einem dieser Planeten. Von daher, sieht es mir nach. Nicht. Also, ich glaube, es lohnt sich einfach nicht. Ja, und dann geht's weiter. Und ich muss... Oh, wartet. Geht noch nicht weiter. What is this? Das schauen wir uns an. Was habe ich denn hier gefunden, bitte? Ein Gebäude. Grenzüberschreitung, alles klar.
Gebäude, das Grenzüberschreitung heißt. Kann ich da durch? Das ist ja so groß, dass ich da fast durchfliegen kann. Okay, hier gibt es also erst einmal so ein paar Sachen zum Mitnehmen. Machen wir mal. Gerade hier die Folge Schluss machen. Dann kommt sowas. Okay. Nicht hier irgendwas machen. Beschädigt. Laden. Was soll mir das jetzt sagen? Okay. Ich weiß es nicht, Leute. Sabera. Ganz ehrlich, da muss ich jetzt nicht hin. Okay, also auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mache hier Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Kurz ein Foto, aber das mache ich im Off. Und ja, wenn ihr irgendwas zu diesem Planeten wisst, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich wäre echt gespannt, was das Ding hier ist. Ich glaube, ich bin viel zu nah, um Foto. Aber das finden wir gleich raus.